Hallihallo, meine lieben Ritter, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Red Dead Redemption. Ach, von da kommt sie. Ja, wir machen endlich mal weiter. Und ich habe gerade schon mal auf die Karte geschaut, wo wir denn hin können oder hin wollen. Habe nur den Questmarker von Luisa gefunden. Also denke ich mal, dass sie jetzt die einzige Möglichkeit ist, wo wir weitermachen können. Und dann werden wir doch mal gucken, was sie denn jetzt an Aufgaben für uns auf dem Plan hat. So, mitten in der Nacht. Ich hoffe, sie hat jetzt nicht wieder irgendeine bestimmte Uhrzeit, wo wir da wieder auftauchen müssen. Sondern wir können dann gleich loslegen. Das wäre jetzt nämlich blöd, wenn da wieder stehen würde, hier komme früh um 7 bis abends um 8 oder so. Aber eigentlich müsste das jetzt gerade durchgehen. Ach, hier haben wir wieder das Kloster, genau. Huch, 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 scharf, scharf, scharf nach, nach links, nach links. So, hier lang. So, da hinten müsste das eigentlich sein, ne? Oder? Nee, nochmal rum. Oh, direkt gegen den Pfosten. Ich weiß nicht, ich habe da irgendwie so ein Talent für. Hä, wo führt der uns denn jetzt hier lang? Ich dachte, wir wären schon da. Nein. Dann geht's nochmal 100 Mal um die Kurve. Und nochmal. Mensch. Oh, jetzt mache ich hier einfach rüber. Ja, ja. So, da ist er jetzt. Aber nein, nein, immer noch nicht. Spielt hier mit... Ah, hier, okay. Jetzt geht's also los. Vater Abraham. Okay. Oh Gott, jetzt muss ich an die Schlümpfe denken. Señor. You want trouble, friend? Manos arriba. Antelas. Tranquilo. Tranquilo, amigo. Tranquilo. Ya lo tengo. Muévase, cabrón. Marcy! El mundo es muy difícil. Tenemos que jugarlo bien. Oh, Mr. Marston, I knew you would come. Thanks for the welcoming committee. I'm sorry, we cannot be too careful. The world is very dangerous. Especially when you greet it with a gun. Please. Mr. Marston. My father was killed yesterday. The army found him and accused him of treason. They cut out his heart and fed it to their dogs. Allende did this. Then he took the honor of two young girls. I'm sorry to hear that, Luisa. My father must not die in vain. His death must mean something. It'll mean that war is brutal and unnecessary and good people die. And that's all it will mean. That is not enough. You know I'll do whatever I can, but I have problems of my own. We all have problems. This is about the people. My father died for his people. For these men and for millions like them, that they may be free. While there are guns,
and money, there won't be any freedom, Louisa. Mr. Marston, the movement is on the brink of great victory. Allende knows this and has sent for reinforcements. Abraham Reyes asked personally that you stop them reaching Escalera. They are coming by the old trail. You must ambush them. I have my own family to worry about. Mr. Marston, I have lost my father. My mother is in the United States. My sister has fled. I have no family. Just the cause. Please. Good actions make you a good man. Then I'm doomed. But I will help you. Out of respect for your loss. Thank you, Mr. Marston. Thank you. Let's go. We do not have much time to prepare the ambush. Fahre als Beifahrer mit Luisa mit. Schon wieder. Ach so, diesmal muss ich da hin. Bring your horse or ride on the wagon with me. Ach so, ich hätte jetzt auch... Na gut, okay. Wir springen zum Zielort. Haben gerade nicht so erfreuliche Dinge erfahren. Und jeder will, dass wir ihm helfen. Jeder. It is not far now. The army convoy will be coming from the east. We going to steal their supplies? No, destroy them and kill everyone. Abraham wants to send a message. You have experience with explosives? A little. It's been a long time. Good, because we do not. You will man the detonator. My men are waiting there for us. They will also need your help setting up the dynamite. I'll do my best. We will do this for my father, John. Gut, wir müssen also Sprengstoff anbringen und einen Hinterhalt legen. Na, das wäre doch gedacht, wenn wir das nicht schaffen würden. So. These men will help you rig dynamite on the road. Please tell them where to place it. I'll be waiting up above, watching for the wagons. Okay, follow me, gentlemen. Okay. Ich muss jetzt entscheiden, wo wir das hin platzieren. Oh. Gute Frage. Ich weiß doch gar nicht, wo die angreifen. Ja, wir machen das einfach mal hier. So. Dann noch. Die Länge der Zünder für das vergrabene... wenn du das Dynamit möglichst weitläufig auf der Straße verteilst, hast du eine bessere Chance, größere Teile des Konvois zu zerstören. Ja, wir machen noch eine... Hier. So, dann am besten unter der Brücke. Ich denke mal, dass das jetzt so gemeint ist, dass wir das so machen. So. Hier noch eine. So. Ich weiß ja nicht, bleiben die auf der Straße oder von wo kommen die? Diese Stelle ist... Okay, dann müssen wir hier bleiben. Gut. Ja, ich weiß doch nicht, wo ich die überall platzieren soll. Ich weiß doch gar nicht, von wo die kommen. So, wir rennen einfach mal in die Richtung. So, machen wir hier noch eine hin. Na? Hallo, John? Will er nicht. Okay, dann ist die bestimmt auch zu weit weg. Dann, oh gut, dann machen wir jetzt zwischen die beiden hier einfach noch eine. So. Und dann machen wir die hier noch eine zwischen. So. Genau. Und dann, wo ist die denn? Da oben. Gehe zum Zünder auf dem Hügel. Ja, okay. Ich hoffe, wir haben das jetzt richtig gemacht. So. So, wir sind fertig. Wir können. Machen Sie die Zünder scharf. Na denn. Every time Allende hits us, we hit him back harder. There it is. Get ready. Oh Gott. Drücke RT, um das ausgewählte Dynamit zu zünden an. Ändere die Auswahl des Dynamits mit LS. Okay, von wo kommen die? Von da hinten. Ah, ich sehe die schon. Okay.
Okay. Es kommt langsam. Okay, ich habe jetzt das verstanden, dass die Kutschen getroffen werden müssen, ja? So. Die armen Pferde. So. Kommt da jetzt noch mal die Kutsche? Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass wir verkackt haben. Hier stehen sie, hier vorne. Nee, da. Ja, jetzt sind sie wieder da. Verdammt, die waren gerade hier. Ja, kann ich den nicht aus... Ah, da, okay. So. Da ist keiner. Da ist auch keiner. Okay. Wir haben bloß zwei Dynamitstangen gebraucht. We are a step closer to power. My father would be very proud. I hope it was worth it. I must return to Campo Mirada. Meet me there when you can. I will do my best to return the favor. Und wieder 200 Ruhm für ein paar Dynamitstangen zünden. Schön. So, und ich sehe immer nur noch Luisa auf der Karte. Ja, ist richtig. Das heißt, wir müssen jetzt die Questreihe mit Luisa wahrscheinlich irgendwann. Oh, das ist ja schon wieder so weit, oder? Wo leitet der mich denn hin? Hier hin? Sina, wo bist du? So, weiter geht's. So, könnten wir eigentlich die Dynamitstangen wieder einsammeln? So, ich hoffe, der Ritt geht jetzt hier schneller. Muss sie denn da auch am Arsch der Welt da unten wohnen? Kann hier nicht in irgendeiner Stadt hier leben? Ah, schon wieder diese Kurven. So, jetzt haben wir glatte Straße. Ja. Ich war schon wieder zu heftig. So, durch das Teufelsauge hindurch geht's zu Luisa. Ja, den Weg von hier aus kenne ich auch. Ach so, ich nehme jetzt übrigens wieder ganz normal mit Audacity auf, weil ja das beim letzten Mal mit der Game Capture Card zusammen nicht so schön gepasst hat. Moment. Hier nicht, nee. Da war ja so eine Übersteuerung teilweise bei und Aussetzer hatte ich auch. Darum lasse ich das jetzt. Und macht das wieder ganz normal. Da habe ich zwar mehr Arbeit, aber habe ich dann auch bessere Qualität. Und das ist mir wichtiger. So, weiter geht's. Der Fall von Captain De Santa. Na, endlich. Thank God you have come. That wretched animal De Santa has been sent to oversee a massacre in El Sepulcro. Come. We must stop him and finally kill that vermin and all of Allende's other followers. Go now. My men will show you the way. I will stay with the camp. So, reite nach Sepulcro. Ja, jetzt ist De Santa fällig. Darauf haben wir ja schon lange gewartet.
Was hat sie gesagt? Ich habe jetzt gar nicht drauf gewartet, ob sie jetzt mitkommen möchte. Ich reite jetzt einfach. Offenbar müssen wir mit den Jungs hier mit. Wie viele sind hier? 1, 2, 3, 4, 5 und mit mir 6. Okay. Hey, wir reiten in Formation. Cool. Ah, jetzt nicht mehr. That's a lot to sacrifice. I just hope it's worth it. It is better to die free than live a slave. Nein, nicht wieder gegen das Schild. So, jetzt setze ich mich mal an die Spitze. Oi, oi, oi. Oh, auf der Bahnschiene lang. Na, hoffentlich kommt jetzt kein Zug. Aber das würde ich auch immer machen bei der Bahn. Langreiten, das ist glaube ich immer der direkteste Weg. So. Sepulcro war das jetzt, wo wir hin müssen, ne? Was war denn das jetzt nochmal für ein Ort? Ah, ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Ach, hier ist das schon, okay. Ah. Tell your men not to open fire till I make a move. We don't want to give him a chance to escape. And leave DeSanta to me. I need him alive. We will wait for your lead, señor. En el nombre del gobierno provincial del coronel Allende y del estado de este país, te condeno a muerte por traición. ¿Tienes algunas últimas palabras? No. Come on, quick! So, nimm DeSanta gefangen. Oh nee, ich will ihn aber töten. Töte DeSanta nicht. Fang ihn lebend, um herauszufinden, wo Javier ist. Oder Javier, oder wie der heißt. So. Dazu muss ich erstmal wissen, wo der ist. Wahrscheinlich der Totenkopf auf der Karte. Ne? Auch wenn wir ihn ja nicht töten sollen. So. Wenn wir den jetzt töten würden, würden wir dann eine andere Questline weitermachen oder wäre dann die Mission gescheitert? Wahrscheinlich wäre die gescheitert. Na, hier ist jemand. Hier. So. Da hinten sind noch zwei und der Santa muss ich dann wahrscheinlich mit einem Lasso gefangen nehmen. Vorsicht. Da hinten. Ja, komm raus. Oh nee, das ist er. Das ist er. Lasso. So, ah ja, ich erinnere mich, der rennt weg. Die Sau. Die Sau rennt weg. Oh, der hat einen schönen Zahn drauf. Ja. Komm, renne. Fesseln. Jawohl. Nein, was machst du denn? Du sollst ihn fesseln. Was war das denn eben? So, bring DeSanta zum Eingang des Friedhofs. Okay. So, jetzt haben wir dich. Jetzt haben wir dich, du alte Ratte. Nein, wir können nicht reden oder schweigen oder was auch. Oh Gott, jetzt geht das wieder so langsam. Komm schon. Halt's Maul. So, jetzt geht's los. Du hast doch gar keine Männer mehr. You fucking pig! Go back to your country! Where is Javier Escuela? Wait. Okay, alright. Casa Madruga. It's all up there. Now hurry up and kill me. Or just let me go, okay? Can we kill this piece of shit now, senor? Or would you like to pleasure yourself? Erledige DeSanta oder geh weg und lass die Rebellen ihn erledigen. Tja, ich überlege gerade, welchen Schaden er
Also, ja, ob er uns jetzt mehr Schaden zugefügt hat oder den Rebellen. Aber ich glaube, die Rebellen können das für uns erledigen. So. Dann macht man. So, das wäre dann erledigt. Und wir plündern wir noch. So, was hat der? $6. Ist ja viel. Ach, die ist schon hier. So. Even if he does deserve it. Why are you stopping? That man is responsible for hundreds of innocent deaths, maybe thousands. He will burn in hell. Go, keep moving. So. Darf ich jetzt auch mal? The Santa is dead. The army is without leaders. There is no time to stop. We must move on agenda now before it is too late. Why are you stopping? Ja, aber jetzt endlich mal, bevor wir das machen, beende ich diese Folge für heute und wir sehen uns dann in der nächsten Folge zu Let's Play Red Dead Redemption.